Hallo und herzlich willkommen an deinem ersten Tag als Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei The Family Butchers. Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik überwachst und kontrollierst du die Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken. Auch von uns ein herzliches Willkommen. Ich bin Christine und das ist Daniel. Hallo. Wie du bei Christine und Daniel schon gemerkt hast, lernst du in der Ausbildung alles darüber, wie du die wichtigen Hygienestandards in der Lebensmittelproduktion einhältst. Christine mischt hier Gewürze für die heutige Produktion. Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik ist es deine Aufgabe, dass die richtigen Zutaten in den richtigen Mengen in der Produktion landen. Gründliches Arbeiten ist hier sehr wichtig, denn die KundInnen zu Hause wünschen sich eine gleichbleibend gute Qualität. So, Christine, Daniel, heute laden wir Fleisch ab für unseren Schambell-Lackschinken. Da müssen wir eine pH-Wertkontrolle machen, wir müssen eine Temperaturkontrolle machen und wir müssen dann auch unsere visuelle Kontrolle machen, was Paletten und Kisten und auch dem Fleischstandard angeht. Christine, machst du mal eine Temperaturmessung an der Palette und achte bitte drauf auf die Kistenhygiene, Palettenhygiene und beschädigte Kisten dabei sind, ja? Ja. Hier sind wir in der Anlieferung. Das Fleisch, das hier ankommt, muss erst einmal genau überprüft werden, bevor es in die Weiterverarbeitung kann. In der Ausbildung lernst du Hygienestandards, welche Temperatur die Waren haben müssen und wie hoch der pH-Wert sein darf. Damit stellst du sicher, dass nur qualitativ hochwertige Rohstoffe in die Produktion kommen. Temperatur passt. Wie viel? 4,2. Ja, 4,2. An dieser Stelle der Produktionslinie werden die Rohstoffe wie Fleisch und Gewürze dann zu Wurst oder Schinken verarbeitet. Wenn du dich ein bisschen umguckst, siehst du auch, was genau in der Maschine passiert. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik kennen jeden kleinen Schritt, überwachen die Maschinen und können bei Problemen notfalls auch eingreifen. Regelmäßig entnehmen sie hier Proben und führen Qualitätskontrollen durch. Am Ende der Produktionslinie werden dann die fertig verpackten Waren für den Versand bereit gemacht. Auch hier musst du verantwortungsbewusst auf die Einhaltung der Hygiene- und Temperaturregeln achten. Sind die Produkte dann fertig, sind sie bereit für den Versand. Wenn du dich für die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik interessierst, solltest du gut selbstständig arbeiten können, denn der Prozess besteht aus vielen separaten Schritten, bei denen man aufmerksam und sorgfältig arbeiten muss. Morgen. Also, das ist unser Hofladen. Hier verkaufen wir unsere ganze Ware. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr schönen Einblick in unsere Azubi-Welt und konntet viel mitnehmen. Und wir würden uns sehr freuen, euch wiederzusehen. Also dann, bis bald. Wir hoffen auch, dass es dir gefallen hat. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei The Family Butchers. Tschüss und bis bald.